Hallo, herzlich willkommen. Hier seht ihr schon ein paar Mandala-Schablonen und heute habe ich einfach mal ausprobiert, mit solch einer Mandala-Schablone zu malen. Ich bin ja sonst, mache ja sonst meine Hilfslinien immer selber, aber ich habe mal gedacht, probieren wir das mal aus. Ich habe hier so eine große, die ist 20 mal 20 cm. Ihr seht, die lässt sich schön biegen. Ich habe auch eine kleine Leinwand, die 20 mal 20 cm ist. Ich habe die hier auch einmal übermalt, wie ihr sehen könnt. Aber ich dachte, ich kann sie ja nochmal benutzen. Und zwar genau ist das hier die Schablone. Ich habe die ja einmal komplett aufgelegt. Und jetzt habe ich ganz einfach die freien Stellen ausgemalt. So, benutzt habe ich einen weißen Stift und zwar ist das ist jetzt, ich dachte, es ist ein weißer Buntstift, so ist das auch so ungefähr. Es ist hier so ein Nagel-Weißstift, aber letztendlich sind die ja alle ähnlich. Es ist halt so ein weißer Buntstift, der so ein bisschen, also nicht so ganz so fein, sondern so ein bisschen grobkörniger ist. Und wie ihr hier seht, dass es nicht so lange dauert, habe ich das hier ein bisschen verschnellert. Das Video verschnellert, auch ein schönes Wort. Genau, wie gesagt, ihr malt hier einfach alle leeren Stellen aus. Wie ihr hier sehen könnt, sind das 16 oben stehend, auch sind 16 Strahlen. Das ist wie das klassische Mandala-Motiv, was ich sonst immer benutze. So sieht das jetzt aus, wenn man das runternimmt. Ihr seht, dass hier unten durch die Schablone ist hier noch ein bisschen Platz und deswegen verbinde ich jetzt einfach die Strahlen zum Mittelpunkt, sodass ich, wenn ich jetzt anfange, da auch die Hilfslinien habe. Genau, immer einfach verlängern. So, dann geht's los. Und zwar mit dem Mittelpunkt. Ich habe mit Grün angefangen. Und dann fange ich hier an. Und wie ihr seht, ich setze einfach, ich hoffe, man kann das gut erkennen, die ersten Punkte drumherum auf die Linien. So, und in der zweiten Runde setze ich die Punkte zwischen die Linien. Letztendlich, ich finde, und ich habe das auch schon öfters gehört oder gelesen, dass viele irgendwie diese Mandala-Schablonen nicht verstehen und denken, sie müssen da jetzt irgendwie immer auf die Linien oder auf diese anderen, auf diese Mittellinien setzen. Letztendlich soll euch das nur helfen, dass ihr die Abstände besser einschätzen könnt, dass ihr genau, dass das ungefähr immer alles gleich ist, den gleichen Abstand hat. Und man kann ja jetzt halt gut erkennen, dass ich das hier in die Mitte setze und das hilft einem einfach. Und ihr werdet jetzt aber auch gleich sehen, je größer das Mandala wird und je mehr Punkte man setzt, helfen euch dann die anderen Linien auch bei der Einschätzung, wie weit man jeweils von den anderen Punkten weg sein muss. Also wie gesagt, diese Schablonen sind wirklich nur dafür gedacht, dass man das richtig gut, die Abstände richtig gut einschätzen kann. Ja, also wie gesagt, ihr müsst dann nicht irgendwo drauf. Guckt mal hier, sieht man jetzt gut, hier könnt ihr immer erkennen, dass das jetzt von der Größe her genau in diesem Abstand ist. Und das ist dann einfach einfacher, wenn ihr den Punkt jetzt setzt, dass der quasi immer gleich aussieht und da das Bild dadurch schön spiegelgleich wird. Auch hier gleich bei der nächsten Farbe, da setze ich das genau
auf diese Linie, auf den Mittelpunkt. Da habt ihr dann quasi zwei Anhaltspunkte. Ihr habt den langen ausgehenden Strahl und diesen Mittelpunkt, der euch jetzt hilft, das Mandala schön synchron zu gestalten. Seht ihr hier das Gleiche? Da setze ich auch den Punkt so rein und habe durch diese obere Hilfslinie immer den gleichen Abstand. Und man kann jetzt schon richtig gut erkennen, dass das richtig gut aussieht. Ich muss ja auch ehrlich zugeben, dass ich am Anfang, ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie großartig ausprobiert und ich fand das auch immer ein bisschen irritierend. Und ich finde ehrlich gesagt, gerade am Anfang, wenn man anfängt und das alles halt so weiß gemalt ist, dass einem das ein bisschen irgendwie ablenkt. Aber wenn man dann hier mal so anfängt, das zu benutzen, dann finde ich das ehrlich gesagt richtig gut, weil es einem richtig gut hilft, die Proportionen, die Abstände, das ist richtig schön, das sieht richtig, ehrlich gesagt, finde ich, das sieht richtig gut aus. Aber zu dem Schablon muss ich noch sagen, die ich mir jetzt geholt habe. Also das sind so drei verschiedene Größen. Ich glaube so 13, 15 und 20 cm Schablonen waren in der Packung, die ich mir geholt habe. Das ist ja jetzt hier eine 20 cm Schablone. Die sind halt am besten geeignet, glaube ich, für so Leinwände, weil ich bemale ja auch gern Herzen oder auch mal einen Stein, die auch teilweise viel kleiner sind. Da muss ich das erstmal nochmal ausprobieren, ob das da gut passt oder ob man da lieber was anderes nimmt. Aber wie gesagt, für Leinwände und wie gesagt, wenn man gerade noch nicht so firm ist, finde ich das wirklich hier ganz gut. Ich lasse euch jetzt noch kurz alleine und am Ende sage ich euch nochmal was dazu, wie ihr die übrig gebliebenen Linien wieder wegbekommt. So, jetzt ist das Bild fast fertig, wie ich es wollte. Ich finde, ehrlich gesagt, ist das richtig gut gelungen und es gefällt mir richtig gut. Die Abstände sind super, sieht super schick aus. Und jetzt, was ich euch noch sagen wollte, wie ihr jetzt hier diese weißen Linien wieder wegbekommt. Also, das ist einfach, ich habe hier ja so ein Wattestäbchen und ein bisschen Wasser. Und dieser weiße Stift, den ich genommen habe. Und wie gesagt, das ist zwar ein Nail White Pencil, also ein nagelweißer für die Nägel, für die Fingernägel, so ein weißer Stift. Aber eigentlich sollte das mit jedem weißen Buntstift funktionieren. Als Tipp würde ich euch, wenn ihr euch nicht sicher seid und ihr das ausprobieren wollt, probiert das dann einfach vorher mal aus.
malt irgendwo einen Strich drauf und versucht das dann mit einem bisschen Wasser wieder los, ob das damit abgeht. Also das geht ganz gut. Das Einzige, was ihr nicht machen dürft, das ist mir ein bisschen passiert, das seht ihr vielleicht nachher noch ein bisschen an den Seiten. Ihr müsst aufpassen, nicht zu viel Wasser zu nehmen, weil dann verwässert das auch ein bisschen, beziehungsweise es geht ja auch ein bisschen was von dem Wattestäbchen ab. Nehmt sonst lieber ein bisschen mehr Wattestäbchen. Ich habe auch schon in anderen Videos gesehen, die nehmen dann einfach auch so ein Wattepad. Wie gesagt, müsst ihr einfach mal ausprobieren, aber auch gerade die kleineren, jetzt hier so in den Zwischenräumen, das geht richtig gut weg. Logischerweise, das habe ich vergessen zu sagen, aber ich glaube, das erklärt sich von selbst. Könnt ihr das erst machen, wenn ihr das einmal habt, richtig trocknen lassen. Lasst das ein paar Stunden liegen oder am besten über Nacht, das Bild, und dann fangt ihr an, die Striche wegzumachen. Und vielleicht auch noch ein Tipp dann als Schablone. Ich werde das Bild hier wahrscheinlich auch noch weitermalen, dann fällt es auch nicht so auf. Aber dass dann die Schablone vielleicht nicht größer ist als das Bild, was man machen will, dann hat man nicht mehr, man malt ja über relativ viele, über viele Striche drüber, dann hat man nachher auch nicht mehr so viel zum Wegmachen. Aber auch das, und ich lerne ja auch immer noch gerne dazu, ist halt alles eine Übungssache. Wie gesagt, ich finde es grundsätzlich das Bild auf jeden Fall sehr gut gelungen. Mit der Schablone, das hat mir echt gut gefallen. Und ja, vielleicht wollt ihr das selber einmal ausprobieren. Bei Fragen hinterlasst mir wie immer einen Kommentar unten in der Beschreibung. Ich freue mich auch, wenn ihr mir sagt, was ich vielleicht als nächstes Mal malen soll oder ob ich irgendwas euch zeigen soll. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, ihr habt ein bisschen was gelernt und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Dotten.